Manchmal muss auch der erfahrenste Detektiv nochmal zurück nach Hause, um seine Dietriche zu holen. Ich hoffe, das war kein Klient. Statistisch gesehen muss ich mit einem Vertreter zu tun gehabt haben. Oder noch schlimmer, der Therapiegruppe für Kriegsveteranen. Ach, ich dachte, dass ich die Dietriche auf dem Tisch da liegen hatte. Was ist, wenn das Einzige, was einen noch am Leben hält, genau das ist, was einen nicht vorankommen lässt? Es ist noch zu früh für einen endgültigen Abschied. Sie würde mich ja eh nicht hören. Was hast du nur gemacht, um dir die Bewunderung einer jahrtausendealten Kultur zu verdienen, Vetterchen? Als Abstinenzler kann man sich wirklich nicht Detektiv nennen. Aber dafür ist diese Flasche gar nicht da. Der wahre Grund? Mit Tequila mache ich meine Dietriche sauber. Ich war gerade damit fertig, als dieses Nashorn reinkam. Vielleicht sind sie bei dem Kampf ja runtergefallen. Der gute alte Weekly hat bei diesen Fotos ganze Arbeit geleistet. Vielleicht soll ich ihn mal anrufen. Er würde bestimmt gern wissen, wie viel der Typ bezahlen will, damit wir den Mund halten. Ich frage mich, ob das Nashorn wirklich den Nerv gehabt hätte, das Ding zu benutzen. Manchmal tippe ich darauf auch Berichte, die kein Schwein liest, und Rechnungen, die kein Schwein bezahlt. Ein Freund, der mal zu Besuch war, hat gesagt, New York City rieche wie ein riesiges Lagerfeuer. Ich würde sagen, der Geruch ist an mir hängen geblieben.
Ich habe nie kapiert, warum ich ausgerechnet in New York zur Welt kommen musste. Aber die eigentliche Frage ist, warum ich immer noch hier bin. Riecht gut. Hat noch besser geschmeckt an dem Tag, als Mirnov mir den zum Dank für einen Gefallen mitgebracht hat. Ein Gefallen, für den ein Bulle niemals bezahlt werden sollte. Kommissar Smirnov hat diese Zigarette geraucht. So wie er die ausgedrückt hat, war er ziemlich nervös. Die meisten Detektive fühlen sich mit einer Pistole in der Tasche wohler. Mir persönlich sind Dietriche lieber. Immerhin kann ich mir bei diesen kleinen Kerlchen sicher sein, dass die nicht nach hinten losgehen. Wo zur Hölle warst du bloß, John? Ich dachte, du bist an dem Fall dran. Ich musste was erledigen, aber ich bin sofort wieder da. Du hast einen beschissenen Eindruck hinterlassen und jetzt will Sonja sich das mit dir nochmal überlegen. Im Nachhinein wünschte ich, dass ich meine Dietriche nie gefunden hätte. Dann wäre ich vielleicht nicht zurück zum Boxclub gegangen. Ich stieß das Tor zur Hölle auf. Bobby Yales Wohnung lag auf dem Weg, also beschloss ich, mitsamt meinen Dietrichen vorbeizuschauen. Der Boxclub konnte warten. Sonja und Jake hatten bereits alles durchsucht, ohne Ergebnis. Ein guter Detektiv sollte zweifellos mehr Glück haben. Es sieht vielleicht nicht so aus, aber... Hm.
Wenn man so eine verpasst kriegt, ist man auf der richtigen Fährte. Man kann sich gern erkenntlich zeigen und... Sehen, sehen. Lange nicht gesehen. Wie sich das Blatt doch wendet. Du hast mir geholfen, also helfe ich dir. Und jetzt gebe vor mein Partner. Scheiß Katze. Oh Mann. Gut gemacht. Gut. Also. Wie wär's hiermit? Für jede falsche Antwort ziehe ich dir eins mit meinem Knüppel über. Abgemacht? Hey, könnten wir da nicht einfach drüber reden? Falsche Antwort. Zweite Frage. Was zur Hölle hast du hier zu suchen? Ich bin Privatdetektiv. Sonja Dunn hat mich angeheuert, um Bobby Yale für sie zu finden. Ich hasse Privatdetektive. Und nochmal. Was zur Hölle hast du hier zu suchen? Ich schwör's, ich bin Detektiv. Und ich schwör, dass ich Detektive hasse. Im Ernst, was zur Hölle hast du hier zu suchen? Ein Kleeblatt? Ist er Ihre? Sollte jeden Moment anschwellen. Ein Kleeblatt? Ist er Ihre? Und nochmal. Was zur Hölle hast du hier zu suchen? Bist du irischer Abstammung? Ich habe einen irischen Boss, genau wie mein Freund Cobalt hier. Der Name O'Leary sagt dir doch bestimmt was, oder? Desmond O'Leary. Wenn einer in New York City lebt, hat er vom reichsten Buchmacher der Stadt sicherlich schon mal gehört. Nach allem, was vorgefallen war, hatte ich endlich das Gefühl, bei diesem Fall Fortschritte zu machen. Falsche Antwort. Doch ich hatte mich geirrt. Also schön, versuchen wir es nochmal. Was zur Hölle hast du hier zu suchen? Ich kenne euren Freund Colbert und seine Frau. Jetzt will er dich beleidigen. Also gut, er gehört dir. Also gut, du bist dran. Und ich rufe den Boss an. Du musst brüllen, als würde ich dich windelweich hauen, ja? Desmond? Wir haben da so einen Scheißdetektiv dabei erwischt, wie der Bobby Yales Bude filzen wollte. Ja, von Duns Tochter angeheuert. Wohlauf?
Was genau soll das heißen? Oh klar. Machen wir. Cobert! Hör auf, ihn zu schlagen, du Viech! Zu schade. Dabei haben wir uns doch gerade erst kennengelernt.